Und damit ein herzliches Willkommen aus Stuttgart, Deutschland zu WXW Now. Ja, heute stehen die beiden Halbfinalpartien an um den UK-Titel. Und das erste haben wir direkt als Opener-Match. Ja, hier sehen wir es nochmal, Stuttgart. Und jetzt viel Spaß mit der Action. Ja, lasst die Spiele beginnen. Das erste Halbzeit-Match. Halbzeit sage ich schon. Das erste Halbfinale. Und hier sehen wir unseren ersten, nämlich Adam Cole. Er hat ja bisher aus dem Turnier geworfen Bo Dallas. Danach hatte er das Freilos, weil ja zwischen Ryan und Heath Slater kein Sieger hervorstand. Ja, und jetzt trifft er auf Bad Bones. Also sprich, er hatte ein Nicht-Match und ein Match. Aber wo Bad Bones, lassen wir Bad Bones zum Ring kommen. Der auf seinem Wege, gegen wen hat er das gewonnen? In der ersten Runde gegen No Way Jose. Dann zweite Runde gegen Katsushika Okada, wozu ja schon einiges gehört. Gut, er ist ja ehemaliger WXW World Champion. Hat den Titel dann verloren an Akira Tozawa. Und danach ging er ja nach Albert. Und jetzt hat ihn Pentagon. Da kommt er zum Ring. Ja, Adam Cole ist sich ganz siegessicher. Bad Bones John Klinger hoch fokussiert. Ja, schöner Whip-In und dann direkt einen Vertical Suplex. Ja, er lehnt sich da zurück. Und harte Clothesline, weil er mit nach unten geht. Also Adam Cole, Mr. Baby, was irgendwie nicht auf der Hose draufsteht. Da ist nicht richtig runtergeladen wurde, keine Ahnung. Aber Bad Bones hier mit einer wunderbaren Figur. Gegen einen sehr ausgeruhten Adam Cole. Ja, mal gucken, ob Bad Bones ins Finale einrücken kann. Damit ist er dann, oder halt Adam Cole. Der Sieger ist auf jeden Fall beim Elimination Chamber dabei. Und trifft dann entweder auf Hiroshi Tanahashi oder Aleister Black. Das wird sich dann zeigen. Und es wird auch die Zeit zeigen. Ja, was heißt die Zeit? Es ist bald soweit, dann kommt der Elimination Chamber. So, er jetzt auf dem mittleren Seil. Möchte, dass Adam Cole aufsteht. Den Gefallen tut er ihn auch. Und Shoulder Tackle. Aber bisher muss man sagen, Bad Bones noch ganz ruhig. Sonst ist er mehr so der Herr, der mehr so für Waffen ist. Kann auch sein, dass ich es gerade verwechsel. Ist ja auch egal. Ah, das war ein Ruppebrake. Und Spear. Jetzt nochmal in der Wiederholung aus kurzer Distanz ein Spear. War schön durchgezogen, abgerollt am Ende. Also Adam Cole wird hier gerade so ein bisschen praktisch-faktisch überfahren. Und Dirty Deeds. Oh, das ist zu nah an den Ringseilen. Oder nicht? Aber es bringt den Sieg und Bad Bones ist eine Runde weiter. Damit haben wir schon mal einen der Finalisten, während hier die Highlights laufen, für den Elimination Chamber. Und es ist Bad Bones, John Klinger. Gut, zu Bad Bones kann ich auch noch sagen, ich hatte ihn eine kurze Zeit in den Main-Shows drin gehabt, also bei Nitro
Schrägstrich Raw. Als Teil der Sanity. Ist halt nie zum Einsatz gekommen. Dann ging es halt zur WXW. Unser nächstes Match ist ein Tag Team Match. Es geht nicht um die Tag Team Titel. Allerdings sind unsere Tag Team Champions dabei. American Alpha. Die Titel irgendwie schon 140 Tage oder so haben. Zumindest, weiß nicht, ob das jetzt allgemein gezählt wird oder nur diese beiden Titel. Auf jeden Fall, sie haben sie schon relativ lange. Haben sie bisher auch nie wirklich verteidigt. Oder generell groß irgendwie Tag Team Matches gehabt. Naja, heute Abend können sie zeigen, was sie drauf haben. Als Tag Team Champions. Gegen ein Tag Team, was erst getrennt war, jetzt irgendwie wieder zusammen. Oder so. I don't know. Wenn die Herrschaft. Da läuft einer durchs Publikum spazieren. Okay. Und da haben wir den ersten. Enzo Amore. Der ja eine lange, lange Feder hatte mit Bobby Roode. Enzo Amore, and I am a certified G and a bona fide stud, and you can't teach that. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gehört hat, dieses can't teach that. Bada boom, realest guys in a room, how you doing? Yeah, how you doing? Und da hat American Alpha schon keine Lust mehr und greift Enzo Amore an. Und da haben wir seinen Tag Team Partner, Big Cass. Oh, da konnte Enzo ein wenig spazieren gehen. Ja gut, American Alpha weiß natürlich... Was war das denn jetzt? Um die Gefährlichkeit eines Enzo Amores. Hat ja ein paar Mal auch gegen Bobby Roode gewonnen. Und natürlich auch die Gefährlichkeit eines Big Cass. Er war aus dem Turnier ausgeschieden. Hat zwar Noam Dar rausgeschmissen. Und ist dann von Hiroshi... Nee, nicht Hiroshi, sondern von Aleister Black... rausgeworfen worden. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem... Er ist groß und er ist kräftig. Deswegen denke ich mal, dass American Alpha sich so ein bisschen auf Enzo einschießen wird. Und da gibt es den Wechsel inklusive Tag Team Move. Ah, da kam es nicht zum Wechsel. Ah, Jason Jordan wirft hier Enzo einfach mal runter. Belly to Belly Suplex. Also American Alpha macht hier bisher alles richtig. Sie separieren Enzo Amore, der jetzt aber wahrscheinlich wechseln wird. Und da haben wir Big Cass, der direkt mit einem Belly-to-Belly begrüßt wird. Ah, jetzt zeigt er einen Nerf-Hold. Er ist der größte und kräftigste von allen im Ring. Nicht der technisch versierteste. Aber ich glaube, Kraft... Ja, man wird sich zeigen gegen American Alpha. So wirklich zwei Techniker vom Feinsten. Enzo ist ja mehr Highflyer. Oh, schöner Shoulder Tackle.
Da kriegt Enzo auch noch eine mit. Und auch ein Spear. Herrgott, was ist denn heute los? Hier wird ja gespeert ohne Ende. Und da gab es den Neckbreaker von Jason Jordan. Reicht das schon für den Sieg? Na, natürlich nicht. Das wäre ja auch viel zu schnell. Wir sind ja noch nicht in einem Clutch-Match. Und Enzo kriegt wieder eine ab. Und Elbow Drop. Gegen Big Cass. Ja, mit Schnelligkeit kommen die beiden ganz gut gegen ihn an. Und jetzt Cover direkt hinterher. Reicht das jetzt? Nein, Kick out. Und oh, das wird jetzt wehtun. Ja, die beiden haben Big Cass ganz gut im Griff. Na gut, Reversal jetzt. Und Sunset Flip. Und ein Backdrop von oh, inklusive Aufgabegriff. Okay, ich wusste gar nicht, dass er das kann. Glaube zwar nicht, dass Big Cass aufgeben wird. Der Move wird sehr lang gehalten und jetzt kann sich Big Cass befreien mit einem harten Schlag gegen den Schädel. Oh, Big Boot! Kickout von Chad Gable. Oh, da läuft er genau in den Backdrop rein. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die beiden nur auf Dings losgehen. Auf Enzo Amore, aber dem ist nicht so. Wieder ein Kick-Out. Und da wird Enzo einfach mal in den Ring hineingeworfen. Und Rope Break. Ich dachte, American einfach meine Güte. Und da gibt's den Tag Finisher. Und wieder ein Kickout. Also wie viel kann Mr. Big Cass noch aushalten? Pfeift so ein bisschen aus dem letzten Loch, der Gute. Also er beweist jetzt Nehmerqualitäten. Ja, diesmal ist der Ref bei Chad Gable, der ja schon wieder eingreifen will. Und Backdrop. Ah, es gibt noch einen Tritt in den Rücken, dann noch ein bisschen Punches.
Ich meine, diese... Ja, ihr habt es ja gesehen. Komm ran, nicht auf den Arm. Und das Bier! Gleich mal mit dem Cover. Reicht es jetzt? Es reicht und American Alpha gewinnt. Die beiden haben sehr gut zusammengearbeitet gegen Big Cass. Muss man den jetzt wirklich neidlos anerkennen? Na gut, die haben Enzo auch am Ende ein bisschen mehr separiert, als es Enzo wahrscheinlich lieb war. Aber naja. Ja, jetzt sehen wir nochmal den Aufgabegriff, oder besser gesagt, wie sich Big Cass daraus befreit hat, mit einem harten Punch, muss man sagen. Und hier nochmal der Big Buddha. Es gibt einige Replays, war ein sehr gutes Match. Ja, unsere Tag Team Champions erfolgreich. Und wir kommen flugsgespind zum nächsten Match.